Letzter Teil. Chimäre. Ich verharrte in der Gasse hinter einer Mülltonne, während eine Drohne die Straße überflog. Sie wandte sich in meine Richtung, erfasste mich aber nicht. Dann zog sie weiter. Ich konnte mich für jenen Augenblick kurzzeitig wieder etwas sicherer fühlen und zu Atem kommen. Dies war meine zweite Jagd. Seit meiner Erschaffung kann ich Verfolger spüren, lange bevor ich sie sehe. Den halben Tag über waren Schüsse zu hören. Sie greifen sich gegenseitig an. Bei der ersten Jagd habe ich den Fehler gemacht, in Verstecken auszuharren. Weder schwer zu erreichende Räume in zerfallenen Gebäuden, noch überflutete Bereiche der Kanalisation waren sicher. Sie hatten irgendwas, womit sie mich finden konnten. Ich musste daher viel kämpfen. Lernte aber auch viel über meine neuen Fähigkeiten. Irgendwann war keiner von ihnen mehr da, und ich verfiel in einen aufgedrungenen Schlaf. Aufgewacht bin ich wieder im Käfig. Die zweite Runde begann früh am Morgen, in einem heruntergekommenen Stadtteil in der Nähe der Deponie. Angeschossen wurde ich bisher nur einmal. Die Wunde war gegen Mittag bereits verheilt. In der Nähe meines temporären Versteckes in der Gasse sah ich, dass ein Teil der Straße weiter unten teilweise eingebrochen war. Von dort aus vermutete ich einen Weg in die Kanalisation. Ich trat einen vorsichtigen Schritt nach vorne und sprintete los. Auf der Hälfte der Strecke sah ich zwei rote Punkte über mir hinwegziehen und machte einen Satz zur Seite. Ich war ein leichtes Ziel, doch zum Umkehren war es bereits zu spät. Eine Salve landete links in der Wand. Ich verstand, dass der Schuss von vorne rechts kommen musste. Sie haben mich vermutlich bei der Kanalisation erwartet. Ich hielt mich an der rechten Häuserwandreihe, um unter ihnen langziehen zu können. Da sah ich, dass die Tür zu ihrem Gebäude offen stand. Ich entschied mein Vorhaben, einen Zugang in den Untergrund zu finden, zurückzustellen und diese Straße erst einmal weniger tödlich zu machen. Abrupt kam ich vor der Tür zu Halt und schlich vorsichtig in das Treppenhaus. Am Ansatz der ersten Stufe erkannte ich eine merkwürdige kleine Kiste, die nicht so verstaubt wirkte wie der ganze Rest dort. Ich wusste nicht, was sie war, nahm aber an, dass es eine Falle sein konnte. Daher konzentrierte ich mich auf meine Sinne. Geruch, Gehör, Gefühle, Geister. Einer bereitete sich scheinbar am Ende des oberen Ganges darauf vor, dass ich am Treppenabsatz dort erscheine. Ein zweiter blieb am Fenster im Raum rechts über mir. Da war noch etwas anderes. Eine kleine Ratte im Korridor vor mir. Ich schaute in ihre Richtung und erspähte sie. Als sie mich erkannte, ergriff ich ihren Willen und befahl ihr, die Treppen heraufzusteigen. Sie kam näher und ich trat einige Schritte zurück, bis ich wieder im Türrahmen des Eingangs stand. Dann sprang das arme Geschöpf die erste Stufe hoch. Drei schnelle Pieptöne waren zu hören, gefolgt von einer ohrenbetäubenden Explosion, welche den unteren Teil der Treppe mitnahm und mich weit hinaus auf die offene Straße fegte.
Orientierungslos richtete ich mich auf und hastete, angetrieben von erneuten Schüssen, in eine der beiden Richtungen, bis sich glücklicherweise vor mir das Loch in der Straße darbot, in welches ich auf meinen Tatzen schlitternd verschwand. Erleichtert stellte ich fest, dass ich mich in der Kanalisation befand. Ich nahm vertraute Gerüche wahr und ein Gefühl von Zuhause erfüllte mich. Doch war dies selbstverständlich trügerisch. Ich befand mich in einem städtischen Kampfgebiet und wusste nur zu gut, dass auch hier unten Jäger sein konnten. Daher blieb ich in Bewegung und stapfte durch den graubraunen Morast in die Dunkelheit. Meine Augen stellten sich nicht so schnell auf die schwachen Lichtverhältnisse ein, wie ich es von ihnen gewohnt war. Während mich die nostalgischen Eindrücke des Abwassersystems beruhigten, spürte ich Schmerzen im Gesicht und den Vorderläufen. Einige Steine schienen sich bei der Detonation in mein Fleisch gebohrt zu haben. Ich ignorierte dies, so gut es ging, und gelangte nach einiger Zeit an eine Abzweigung, an der es nach Menschen roch. Toten Menschen. Zwischen dem Plätschern des Wasserlaufs glaubte ich, ein schmatzendes Geräusch zu vernehmen. Es verriet mir alles, was ich wissen musste. Ich ging weiter und mied den Pfad, aus dem der Geruch zu kommen schien. Den Nachmittag über studierte ich das Kanalisationssystem und kundschaftete selbst die Sackgassen gründlich aus, bis das Gefühl, verfolgt zu werden, mich aus der Illusion riss, wieder ich selbst zu sein. Knapp hinter einer Abbiegung kauerte ich, in Erwartung des Verfolgers, dessen vorsichtige Schritte durch das Wasser immer deutlicher wurden. Mein ganzer Körper spannte sich an und ich erhob meinen Kopf, konzentrierte mich. Der Lauf einer Waffe war zu sehen und in meinen Ohren erklang wieder dieses befremdliche Pfeifen. Der Mensch trat um die Ecke, an der ich hockte, und schaute mit erhobener Waffe über mich hinweg, tief in den Gang. Ich erkannte, dass mein Vorhaben, ihn zu versteinern, keinen Erfolg haben würde, als ich das am Helm montierte, grün leuchtende Gerät vor seinen Augen sah, und änderte rasch meine Strategie, während er erschrocken seine Waffe nach unten zog. Mit einem Satz versank ich meine glühenden Reißzähne in seiner rechten Wade und schwang meinen schweren Körper in einem kräftigen Sprung an seiner Seite entlang, um ihn zu Boden zu zwingen. Nicht schnell genug, denn er feuerte. Die meisten seiner Kugeln zogen in einem ohrenbetäubenden Hall dicht an meiner Seite vorbei, doch einige rissen mir tiefe Schnitte in mein rechtes Hinterbein. Er verlagerte rasch seinen Körperschwerpunkt und behielt dadurch sein Gleichgewicht, während ich wild hin und her springend weiter versuchte, meinen Plan in die Tat umzusetzen, leerte er sein Magazin in verfehlten Schüssen, ließ von der Waffe ab und legte seine Hand auf ein Messer an seinem Gurt. Ich löste meinen breiten Kiefer von ihm, machte einen Satz nach vorne und begegnete der Hand an seiner Hüfte mit meiner peitschenden Schwanzspitze. Die an ihrem Ende befindlichen Krallen taten nach Kontakt mit seiner Haut das ihrige. Es hallte sein lauter Schmerzensschrei durch die gesamte Kanalisation. Und er fiel auf die Knie. Es war für mich nicht notwendig nachzusetzen, weshalb ich nur vorsichtig stehen blieb. Seine zitternde Hand ließ von dem Messer ab und er fiel verkrampft nach hinten zurück. Ich betrachtete ihn einen Moment. Sein Kopf versank fast gänzlich im Abwasser. Nur sein Gesicht ragte daraus hervor. Der Blick
leer gen Decke gerichtet, als ob er durch die Backsteine und den Asphalt in den Abendhimmel blicken konnte. Sein geöffneter Mund füllte sich von einer Seite in einem kleinen Rinnsal mit grauen Körnern. Unter normalen Umständen würde ich ihn jetzt zu meiner Familie zerren. Doch nichts ist mehr so, wie es war. Sie würden mich nicht wiedererkennen. Die Menschen haben mich verändert. Während ich auf den Toten vor mir herabblickte, spürte ich erneut diese betäubende Müdigkeit. Ich ließ mich neben ihn niedersinken und legte meinen Kopf auf seine Brust. Seine letzten schweren Herzschläge waren noch zu hören, während sich meine Augen schlossen und ich im Traum den bewundernden Blick meines kleinen Bruders sah. Sie hörten das Finale der Shadowrun-Fernhörspielserie Fabelwesen, gesprochen von Nicolas Behrens.